Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampire Redemption. So, wir haben hier eine ganze Menge Spinnen im Tower von London. Die werden jetzt platt gehauen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo das Herz von Lucretia war es, finden. Zur Hölle mit euch! Aua. Heil dich. Danke. Wieso brennst du auf einmal? Ah, du hast den Flammenwerfer, weil die andere Waffe wahrscheinlich leer ist. Vielleicht gar nicht so dumm. Dann baller die leer und dann kannst du gleich mal dein Dings nehmen. Dein Revolver. Das scheint halt auf jeden Fall ein bisschen was zu bringen, habe ich den Eindruck mit dem Flammenwerfer. Bei Schrotflinte bin ich mir nicht so sicher. Dämmchen, du hast halt dummerweise keine, ja, Dings mehr. Dann gucken wir mal, dass du vielleicht jetzt mal ausnahmsweise nicht vorrennst. Komm. Lassen wir dich einfach mal herkommen. Anstatt, dass wir einfach reinrennen. Machen das alles schön nacheinander. Komm. Wir warten hier auf dich. Na komm. Los, fein. Geht doch. Weicht nicht von der Stelle. Noch so ein Bogen. Die lasse ich jetzt mal gerade liegen. Oh, Spinni. Zur Hölle mit euch! Genau, greif mich mal an. Ich kann das hier ab. Ich kann mich ja heilen. Ich habe ja noch. Ich kriege ja immer noch genug Blut dazu. Können wir das Schwert einfach nicht allen ausrüsten? Wäre vielleicht eine Idee, ne? Kommt ihr beide? Und noch eine Spinne, okay. Okay. Tut weh. Zur Hölle mit euch! Na komm, greift an. Zur Hölle mit euch! Ach, leck mich doch. Ach, Herrschaftszeiten! Meine Gebeine verspüren Mangel an wertvollem Blut. Zack! Okay, ich glaube, ich weiß, warum der gestorben ist. Ist doch extrem viel hier gerade. Du hast ihn echt totgesaugt. Ach, ihr seid solche Vollpfosten. Diese KI ist so unglaublich beschissen in diesem Spiel, meine Herren. Es hat auch keiner mehr Blut oder irgendwas dabei. Ja!
So, theoretisch müsste noch eine ja kommen, eine Spinne. Weißt du was? Du gehst jetzt hier mal gerade Blut holen. Es sei euch gestattet, meinem Körper wertvolles Blut zu entziehen, um für euer Wohl zu sorgen. Genau. Bevor das hier noch Stress gibt. So, du noch. Nein, nicht da. Da. Es sei euch gestattet, meinem Körper wertvolles Blut zu entziehen, um für euer Wohl zu sorgen. Gut, ich hoffe, das reicht. Spinny. Da ist er. Okay. Da ist ein Schalter oder irgendwas. Lagring. Ja. Ein Monokel. Noch eine Pistole. Was hat es denn mit dem Monokel auf sich? Achso, das ist noch nicht bestimmt. Dann mach das bitte mal. Der Klarheit. Wer schafft die Vampirsinne? Okay. Wo können wir das hinpacken? Na komm, dann nimm du das Monokel. Ich glaube, das passt besser als dein. Achso, das sind die visuellen Sinne. Hm. Ja, warum eigentlich nicht? Bleibt alle stehen! Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da ist noch ein Revolver. So, das hätten wir. Dann weiter geht es. Hallo, Spinne. Schön gemacht. Und noch ein paar Alps. Wertvolles Blut bleibt mir hier verwehrt. Heilen, bitte. Heilen. Krieg doch wieder Kontrolle über deinen Charakter. Gleich bist du tot. Das ist kacken. Das ist doch kacke. Dieser Scheiß hier, wenn die Charaktere, die machen eh nicht, was sie sollen. So, komm. Stirb. Die Alps sind halt ätzend, die sind richtig übel. Da kommt die nächste Spinne zurück, 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 zurück. Kommt alle mal zurück. Alle mal zurück. Wir locken die einzeln jetzt an. Das hat sonst auch immer gut funktioniert. Und gerade hier habe ich den Eindruck, es ist sehr nötig. Zur Hölle mit euch! Ja. Das geht deutlich besser, wenn die einzeln sind und uns. Machen wir es halt andersrum. Also quasi genau andersrum. Dass wir mit allen auf einen draufhauen, statt dass die halt mit allen auf bei uns auf einen draufhauen. Noch mehr Alps. Unschön.
Das klingt auch so, als wäre doch irgendwo eine Spinne unterwegs, ne? Da oben, ja. Mangel an wertvollem Blut. Ja, stimmt. Du brauchst halt auch so langsam mal wieder Blut. Na komm, Spinni. Zur Hölle mit euch! Ja, haben wir schon. Ah, Plasmabeutel. Sehr gut, den kannst du auch direkt mal nutzen. Achso, der war nicht bestimmt. Dann die Ratte. Auch schon länger nicht mehr gehabt. Was hast du? Du bist befallen. Bringt da das Gegengift was? Scheinbar nicht. Ich denke, das hört ja auch irgendwann nochmal auf, oder? So. Was haben wir denn hinter dieser Tür? Wahrscheinlich zu, oder? Oh ne, tatsächlich nicht. Ein Alp, mindestens. Dann zieht euch mal zurück, lasst die reinkommen und dann haut ihr drauf. Ups, mittlerweile hat er sich auf den Nahkampf gewechselt. Gut. Dann heben wir uns den Revolver, glaube ich, wirklich noch ein bisschen, also für den Bosskampf auf hier. Noch so ein Alp, noch so ein Alp, okay. Ah, wahrscheinlich das Gefängnis. Warte, warte, warte. Ach, fuck, ja, ihr seid ja noch auf Dings eingestellt. Hier seid ihr noch auf Angriff. Komm. Lock die raus. Nummer 1, der ist festgebackt, ist ja auch nicht schlecht. Dann drauf. Ich verhungere. Ich sterbe. Ja, du kriegst aber nichts gebacken, Mädel. Oh, Bleihandschuhe. Mal wieder. So, hat sich das jetzt gelohnt? Guck doch mal gerade, ob wir hier irgendwas von Interesse drin haben, Mädel. Scheinbar nicht. Auch nicht. Also für zwei Bleihandschuhe sind wir jetzt hier rein, haben halt ja, ein bisschen was kassiert. Na gut, besser als nix. Haben wir es auf jeden Fall mal erforscht. Spinne, jawohl. Dann komm. Die ist mir wesentlich lieber als die Ghule. Die gehen relativ schnell kaputt. Das sind auch Treffer. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass diese Alps... Ich habe den Eindruck, dass die Schrotflinte bei den Alps nichts bringt. Von London 4. Wie viel es noch gibt. Der ist ja, glaube ich, auch generell relativ hoch. War ich damals, als wir in London waren? Ich glaube schon. Ich war ja, glaube ich, da mal drauf dann. Mhm. Da haben wir es ja schon, das Herz.
Okay. Das gibt aber bestimmt Stress, wenn wir das nehmen. Von daher speichere ich nochmal ab. Seht, Lucretias Herz. Ich glaub's ja nicht. Ja, pfählen wir es. Nein, wir brauchen es. Kehren wir zum Tempel des Set zurück. Möglicherweise wird Lucretia nun zugänglicher sein. Na, da bin ich doch mal gespannt, ob das was bringt. Okay, dann gehe ich, glaube ich, direkt weiter in Manipulation. So. Tja, ansonsten vielleicht noch ein bisschen Vulcharisma. Ich glaube, das passt sogar einigermaßen. Oh, ein bisschen was in Körperkraft. So, hatte ich bei dir noch auf irgendwelche Disziplinen gespart? Hm, weißt du was? Ich gehe bei dir jetzt einfach mal auf Geschick. Ich hoffe mal, dass du dann besser und aktiver triffst. Kollege. Gut, und bei dir? Erforschung unsichtbarer Astralform. Ehrfurcht entzücken. Kontrolle über das Opfer ist vielleicht auch nicht schlecht. Den Rest gehen wir nochmal in Geschick. So. Na? Ich zur Hölle mit euch! Gib mir Blut! Na, wo kamen die denn her? Werden allerdings nicht direkt hingeworbt. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich den Weg wieder zurück machen. Zur Hölle mit euch! Düpp, düpp, düpp. Na dann. Aber gut, dann können wir zwischen. Dann gehe ich, glaube ich, doch beim Dings nochmal vorbei. Hier bei dem mysteriösen Typi. Und kauf mir noch ein bisschen was an Heiltränken. Beziehungsweise Blut. Gerade ihr zwei braucht das ja doch relativ dringend. Und relativ ausgiebig. Muni können wir auch direkt wieder kaufen. Das war jetzt ein, in Anführungsstrichen, Dungeon. Du hast, ich weiß nicht, wie viel Schusspistole verballert. Na gut, wir kriegen ja auch eine Menge Zeug zurück, von daher. Also Wertgegenstände oder Geld. So schlimm ist es dann halt auch nicht. Ah, hier war ich noch nicht. Na komm, ich kriege mir noch platt. Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! Guck mal, ob hier noch was Schönes drin ist. Ah, guck mal, siehst du?
mehr Plasma, dann kriegst du einmal Plasma und du kriegst einmal Plasma. So, ich glaube, den Schild packe ich mal in die Zuflucht. Falls wir noch einen vierten Charakter kriegen, den würde ich dann halt auch irgendwie vielleicht auf Tank skillen. Je nachdem. Ja, hier war ich ja schon, beziehungsweise hier kam ich her. Hier ging es, glaube ich, raus, oder? Nee. Quatsch, hier war das, hier waren die Viecher. Ah, hier rum eventuell, genau. Herum die Bumm. Nee? Bleib da ruhig unten. Du sollst ja nicht wieder hochlaufen, du sollst hier hingehen. Mal gucken, haben wir schon wieder ein paar Kisten übersehen. Das hat doch nochmal gelohnt. Dass wir hier wieder zurückgerannt sind. Da, wie gesagt, ich fände es schöner, wenn man sich die Zeit sparen könnte und halt eben die paar Minuten und dann direkt. Ja, direkt zumindest vor den Turm gesetzt worden wäre. Aber vielleicht wird man ja automatisch vor den Turm gesetzt, wenn man hier alles gelootet hat vorher. Das heißt, ich war dann beim ersten Mal nicht gründlich genug. Na, keine Ahnung, für die paar hundert Gold ist es mir nicht wert, so viel Zeit zu verschwenden. Hi! Hallo, Werwolf. Gut, dass du extra Schaden gegen Werwolf machst. Gut, dass wir direkt jetzt draufgegangen sind. Heilen, heilen, heilen. Wertvolles Blut bleibt mir hier verwehrt. Hey, wieder ein toller Kampf, wo ich nichts als viel machen kann. So, hat dann wohl funktioniert. Schön. Go. Zur Hölle mit euch! Zwei verfickt. Also wie gesagt, das geht mir so auf den Sack mit diesen Kämpfen, dass du mit drei Schlägen oder zwei Schlägen tot bist und nichts mehr machen kannst. Selber ganz hier drauf rum, die Blöde, kriegst nichts gebacken. Gut, wir geben dir mal den Revolver. Obwohl der ja quasi extra Schaden gegen Wölfe hätte. Aber im Moment scheint das jetzt nicht so sinnvoll zu sein alles. Oder bringt halt allgemein nicht genug. Thank you.
Gut, ihr seid zumindest lebensmäßig einigermaßen gut aufgestellt. Na dann, los. Klasse. Das Tier flüstert verführerisch nach mir. Es macht so unglaublich Spaß, diese scheiß Bosskämpfe zu machen, weil du keine verfickte Chance hast. Meine Gebeine verspüren Mangel an wertvollem Blut. So. Heilen. Heilen, 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 heilen. Benutz diese scheiß Heilfähigkeit. Guck mal, jetzt könnte es sogar fast funktionieren. Der heilt sich zwar leider auch. Nee, nee, greif hier Dings an. Der kann sich heilen. Genau, greif hier weiter an. Danke. Heilen, 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 heilen. Heilen, 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 heilen. Tu doch, was ich dir sage. Was soll ich denn da machen? Das Tier erwacht. Das sah jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Wenn dieser Ficker sich die ganze Zeit heilen würde, ey, das ist diese scheiß Bosskämpfe im Ernst. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ist halt so ein Trial and Error. Draufhauen und irgendwann habe ich halt mal Glück und dann funktioniert dieser Kampf. So, das kann ich glaube ich direkt schon knicken. Ja, Spaß, unglaublich viel Spaß. Tja, dann werden wir wohl noch ein paar Kämpfe gegen diesen... Warte mal. Ja, ich muss hier einfach auch vorbei. Ein paar Kämpfe gegen diesen Werwolf durchführen müssen. So, ja, ich denke mal noch ein, zwei Versuche, dann ist die Folge zu Ende, dann überlege ich mal, ob ich das überspringe. Wie gesagt, wenn hier nicht vorankommt das Spiel, vergeht mir wieder ganz schnell die Lust an der Sache. Ich hatte jetzt gerade echt wieder Lust, weil es gerade reibungslos oder relativ reibungslos alles ging. Und das vermisst mir das Ganze wieder. Wertvolles Blut bleibt mir hier verwehrt. Diese scheiß Gegner, also diese Gruppe reagiert halt auch überhaupt nicht auf das, was ich hier sage. Es ist so langsam, der Kampfsystem ist so ungenau. Es ist so... Gut, letzter Versuch. So eine Heulboje oder irgendwas. Gut, alles klar. Gut, das war's. Super. Es macht so viel Spaß. Scheiße, fick dich doch echt. Meine Güte. So, ich guck mal nach. Vielleicht gibt's auch irgendeine andere Möglichkeit, den zu erledigen.
oder irgendeinen Trick. Ich sehe keinen, ich habe keinen Bock mehr. Session Ende, bis zum nächsten Folge und dann ist das Viech hoffentlich irgendwann platt. Ciao.